Einen schönen guten Tag zusammen. Heute zum Webinar Futures Handel mit dem Stereo Trader und natürlich Heiko Behrendt. Ich bin gespannt, was Heiko heute handeln wird, wenn er was findet. Und mein Name ist Florian Scharschmidt. Ich darf Sie natürlich auch im Namen von FX Flat hier heute ganz herzlich begrüßen. Bevor ich den Bildschirm an den Heiko übergebe, würde ich einmal zum Risikohinweis springen. Ja, es ist ganz wichtig. Dieses Webinar dient natürlich wie alle anderen Webinare auch nur zu Schulungs- und Informationszwecken und am Ende müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ganz wichtig noch dazu zu sagen, egal was Heiko Behrendt jetzt gleich handeln wird, bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung. Ja? Heiko, wenn du ready wärst, würde ich dir den Bildschirm übertragen. Jo, bin ready. Okay, perfekt. Gut, dann. Sekunde. Zack, zack. Und da hassen. Okay, ja, dann erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite zum letzten Webinar in diesem Jahr, also was ich jetzt für FX Flat gebe. Im neuen Jahr sind aber auch viele weitere tolle Webinare geplant. Der Hauptfokus hier soll darauf legen, den MetaTrader 5 und den Future-Handel zu zeigen, der mit FX-Flat möglich ist. Und ja, wie gesagt, heute habe ich mir so überlegt, das einfach auch mal ein anderes Produkt vorzustellen. Der Dirk macht ja sehr viel im DAU. Ich habe jetzt die letzte Zeit den S&P auch immer mal gezeigt. Und es kam auch mal der Wunsch von dem einen oder anderen auch zu sagen, wie handelst du den Nasdaq? Ich handle ihn selber auch ab und zu. Und der Nasdaq ist natürlich wesentlich volatiler als der S&P und macht auch mit kleinen Konten durchaus möglich. Vor- und Nachteil vom Future-Handel allgemein ist, dass man als privater Trader den Hebel oder die Hebelbegrenzung umgehen kann aufgrund der geringen Margin-Anforderungen. Kann man hier sozusagen auch einen Hebel von 1 zu 100 darstellen. Natürlich, ganz klar, wie auch beim Risikohinweis, ist es halt so, dass man der Hebel immer in beide Richtungen wirkt. Ja, und damit dann auch das Ganze entsprechend ja, sowohl auf der positiven wie auf der negativen Seite sich im Konto bemerkbar macht. Ich habe jetzt als solches nichts vorbereitet, also Ausbildungsanteil, den ich sonst immer mal mache, habe ich jetzt hier keinen dabei. Also ihr habt auch die Möglichkeit, über den Chat natürlich sehr gerne hier dran teilzunehmen, indem ihr einfach Nachrichten reinschreibt, sei es, was euch zum Trading mit Futures vor allem interessiert, zum kurzfristigen Trading, zum Desktop, zu meiner Handelsart und so weiter. Also da könnt ihr mir ruhig Fragen stellen. Ich will da heute nochmal auf die Besonderheiten dann auch eingehen, in der wir gerade jetzt sind. Wir haben jetzt heute Mittwoch, am Freitag ist der große Verfall und da will ich auch nochmal gleich mal drauf eingehen. Und genau, prinzipiell zum Handel vom Nasdaq ist es so, dass man hergehen sollte und ihr seht jetzt hier mein Trading-Bildschirm. So könnte er ausschauen, er muss so nicht ausschauen. Und ich will den einfach mal als nächstes so ein bisschen erklären, wie ich und warum ich auch diesen Bildschirm so aufgebaut habe. Wie gesagt, das ist noch mein Ansatz, wie ich das halt mache. Und klar, vielleicht sagt auch der ein oder andere mit der Erklärung, okay, das macht durchaus Sinn für mich, überlege ich mir auch mal. Und zwar, der Nasdaq als solches ist ein Kursindex und vom Kursindex ist es so, dass dieser von der Gewichtung her nicht so, oder die Frage ist immer, wie ist der Index gewichtet? Ja, also die Einzelwerte, die in dem Index drin sind, kann ich da vielleicht einen Vorteil mir ja, irgendwie erwirken, indem ich halt überlege, wie der Markt zusammengesetzt ist. Und beim Nasdaq ist es so, da ist die Gewichtung nach der Marktkapitalisierung.
Und damit hat man, und wenn man sich dann die Marktkapitalisierung anschauen würde, würde man sehen, okay, da gibt es eigentlich nur die Top 10, die machen ja wahrscheinlich locker 2 Drittel der gesamten Marktkapitalisierung vom Nasdaq 100 halt aus. Und das wiederum bedeutet, dass Einzelwerte einen ziemlich großen Einfluss auf den Index haben. Beim Dow Jones zum Beispiel ist es ja so, da ist die teuerste Aktie, hat die höchste Gewichtung. Apple zum Beispiel als teure Aktie, die auch im Dow gewichtet ist, hatte ein viel, viel höheres Gewicht gehabt vor dem Aktiensplit. Durch den Aktiensplit ist jetzt die Aktie in der Gewichtung einfach zurückgefallen. Das ist ein Kritikpunkt, den viele haben bei der Zusammensetzung des Dow Jones, aber es ist nun mal so. Ja, beim DAX ist die Gewichtung, wird die noch wieder anders berechnet, ja, und zudem haben wir da ja kein Kursindex, sondern im DAX eher ein Performance-Index, in dem wir ja handeln. Ja, aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Ich zeige euch mal das Doofe nur. Ich habe gerade gesehen, dass ich die, genau, mich aus Versehen, ja, als Reflex oder das mache ich immer so, mein Bildschirm oder alles zu, was offen ist an Internetseiten. Jetzt habe ich meinen Browser geschlossen und damit auch genau die Seite, die ich euch jetzt zeigen wollte. Deswegen muss ich die mal noch schnell aufrufen, aber das kriegt man relativ schnell hin. Also ich selber bin ja auch tätig auf der Seite hier von Guidance und da hat man die Möglichkeit auch, dass man hier einfach, also A, vielleicht für den es interessiert, am Morgen meine Morgenanalysen, die sind auch hier immer vollständig veröffentlicht, inklusive entsprechender ja, Bekleidung nochmal und so weiter. Ne? Gut, dann gehen wir mal rein. Also man kann hier ganz einfach den Nasdaq suchen, Nasdaq 100. Und dann mit der rechten Maustaste haben wir hier die Möglichkeit, uns die Indexkomponenten anzeigen zu lassen als Kursliste. So, als Kennzahl geben wir mal ein Marktkapitalisierung. Wie gesagt, hatte ich schon vorbereitet, aber das kann man hier oben einfach reinschreiben, dann kommt das automatisch. So, jetzt haben wir hier die Marktkapitalisierung und jetzt lassen wir uns das mal nach der Marktkapitalisierung hier sortieren und dann seht ihr die Apple, Microsoft, Amazon, Google, na, die beiden Google-Aktien, Klasse A und C, dann Facebook, Tesla. Tesla ist nun nächste Woche raus, weiß jetzt aber gar nicht, ob die trotzdem im Nasdaq mit bleibt. Oder ob die nur zusätzlich in den S&P 500 reinkommt. Und dann seht ihr ja, wie schnell das denn hier abflacht, die Marktkapitalisierung. Ja? Also 1,8 Billionen versus, ne, das sind dann gleich mal 18 solcher Werte hier unten, ja, die im 100 Milliardenbereich sind. Ja, und von daher reicht das eigentlich hier diese, ich habe hier die Top 6 ja, Werte als Einzelaktien, weil natürlich aufgrund der hohen Marktkapitalisierung ist auch die Gewichtung entsprechend relativ groß gegenüber jetzt hier hinten irgendwelchen anderen Werten. Ja. So, und deswegen seht ihr das jetzt auch chronologisch geordnet. Sorry, wo ist mein Zeichentool? Da habe ich das Ganze auch so geordnet, dass man hier entsprechend von oben nach unten, ja, Platz oben links Apple als schwerster Wert, dann Microsoft, dann kommt Amazon, dann kommt Google und Facebook und Tesla. Ja. Tesla sozusagen Nummer 6. Ja. Von Google habe ich jetzt nur eine Aktie, weil die beide ja ähnlich laufen. Ja, da brauche ich nicht beide drin haben. Und so gesehen ist, wenn man Google beide zusammennimmt, genauso hochgewichtet wie auch Apple oder ähnlich hoch. Also von daher passt das schon, dass man da das hat. Und so kann man halt sehen, ob durchaus auch der Druck vielleicht zum Beispiel mehr aus den Einzelaktien kommt oder aus dem Future. Das heißt, wenn zum Beispiel alle Aktien in eine Richtung laufen würden, ja, und das identisch aussieht, dann wüssten wir ja, dass der Future sozusagen die Kasse mitzieht. Und wenn wir hingegen sehen, dass jede Aktie das macht, was sie ja, unterschiedlich in eine Richtung geht, ja, dann führt das eher zur Range, Seitwärtsphasen
Hoch- und Tiefpunkte werden halt angefixt und so weiter und so fort. Ja. Deswegen habe ich für mich das so gemacht, dass ich neben der ganzen Technik, die ich habe, die Aktien auch mit dabei habe. Ihr könnt natürlich, also das ist ja nur meine Herangehensweise, ja, warum ich das so nutze, weil ich der Meinung bin, die Aktien haben die entsprechende Rückkopplung. Und es geht auch nicht darum, dass ich jetzt hier anfange, die Einzelaktien zu analysieren, ja, sondern es geht hier einfach nur darum zu gucken, wer könnte dominant sein. Man kann sich das ganz klein machen, man kann es auch weglassen. Für mich war es gestern halt eine ganz gute Hilfe, denn die Apple-Aktie hat ja gestern hier diesen Squeeze da gehabt. Das habe ich heute früh ja bei jemand anders, beim anderen Broker erklärt, diesen Squeeze da. Das ist so ein Gamma-Squeeze, also viele Hedging-Aktivitäten da sind. Ich glaube, jetzt heute müsste die Apple-Aktie auch relativ hoch nochmal reinkommen. Das wird sicherlich nochmal interessant werden, wie sich das dann auf dem Markt auswirkt. Ja. Was man sich eigentlich beim Nasdaq fast sparen kann, ist zum Beispiel sich den Dow mit aufzumachen. Hier muss man ganz klar sagen, der Dow und der Nasdaq, die laufen relativ unterschiedlich. Eher ist es so, dass wenn die Techs halt schwach sind, dann ist auch der Dow ein bisschen schwächer. Aber wenn wir uns jetzt allein mal hier, ich mache mal hier die Stunde an, hier sind noch Dirk seine Linien mit dabei. Ne? Aber wenn wir uns jetzt das mal anschauen, wie der Markt jetzt hier diese Hochs macht, ja, das sieht im Nasdaq, wenn ich da jetzt mal auf den Stundenchart drauf gehe, ja, komplett anders aus. Ja, also da stehen wir hier. So, ich ziehe das hier mal zusammen. Ja, da seht ihr, dass der Markt da komplett anders läuft und deswegen finde ich jetzt, kann man diese Korrelation eigentlich weglassen. Man kann sie auch mit aufmachen, klar. Aber prinzipiell finde ich jetzt, wenn man das sich hier mal anschaut, läuft das halt doch relativ losgelöst. Ja, von daher kann man ja gucken, ob vielleicht, wenn man selber jetzt merkt, ich komme mit dem Dow nicht klar, ich komme mit dem DAX nicht klar, vielleicht ist ja der Nasdaq eventuell was, ja. Ja, und dass man dann den hier handeln kann. Genau, gut. Also deswegen finde ich, braucht man diese Korrelation jetzt nicht zwingend. Und kann dann einfach auch gucken, ob man den Nasdaq an sich handeln kann. Die Sache ist die, wer den Nasdaq im Future handelt, sollte mit einem Mikro-Future anfangen oder halt vorher ganz klein im CFD. Man muss sich da schon, glaube ich, auch dran gewöhnen als Trader, wenn man das Ding noch nie gehandelt hat. Wir werden es nachher höchstwahrscheinlich gleich sehen, was das Teil für Sprünge macht. Ja, im großen Future ist es so, also ein Punkt sind immer $20 oder im Mikro sind es $2. Das heißt also, 5 Punkte sind entweder $100 bei einem normalen Future und entsprechend $10 beim Mikro-Future. Ja. Genau. Die Margin, also die Sicherheitsleistung, die man hier hinterlegen muss, ist bei 150 Dollar pro Mikro oder 1500 Dollar pro normalen Kontrakt. Wenn man das jetzt sich mal ausrechnet, was man da für Geld bewegt, vielleicht auch mal ganz interessant. Also rechne mal einfach mal ganz grob 12.600 mal 20. Das heißt, mit einem Kontrakt bewege ich 252.000 Dollar oder mit einem Mikro halt 25.200 Dollar. Ja, also einfach Indexstand mal den Tickwert multipliziert. Ticken tut ihr seht das hier oben im BitAs, ticken tut das Ding auf 0,25 Punkte immer. Also 4 Ticks sind ein Punkt. Genau. Das vielleicht noch erwähnenswert, falls jemand das noch nie gehandelt hat. So, ich gucke mal kurz rein. Der Ton ist sehr schlecht. Ja, also ich habe Also also ich hier kann dich gut eigentlich. verstehen. Ha? Also ich kann dich gut verstehen. Ja, Also. also wie gesagt, ich habe jetzt hier ein Studiomikrofon, also es liegt dann wahrscheinlich nicht an mir. Ja. So, gut, dann war noch eine Frage. Genau, Overnight-Faktor ist 10, das ist auch wichtig zu wissen. Ab 21 Uhr stellt FX Flat auf Overnight Margin um, das heißt nach 21 Uhr muss man das Zehnfache drinne haben.
als Margin-Leistung. Ja, da wird die Overnight-Margin angestellt und das heißt dann, wenn ich jetzt einen Quatsch, einen FDAX-Kontrakt, einen Nasdaq-Kontrakt drin habe oder jeglichen anderen Kontrakt drin habe, muss ich das Zehnfache dann bezahlen. Bedeutet, ein Nasdaq-Future wäre dann ein voller 15.000 Euro an Margin und ein ganz normaler wäre dann 1.500. Also ein Mikro. Ja. Und da muss man halt auch sehen, okay, habe ich das Geld auf dem Konto, ja oder nein? Ansonsten wird um 21 Uhr geht's pling und dann ist das halt aus. Ja, also dann wird der Kontrakt halt glattgestellt. Ja. Oh. Aber da könnten wir ja vielleicht auch mal nochmal mit FX Flat reden, vielleicht, ob sie das auch 21:30 Uhr machen können. Ja. Manchmal ist halt 21 Uhr genau noch so eine gute Bewegung, ja, und ja, da kann man dann nur mit weniger handeln. Ja. Also mit einem Zehntel. So, genau. Also so habe ich mein Desk aufgebaut. Ich habe auch viele, mein DAX zum Beispiel habe ich auch mit meinen Einzelaktien auch aufgebaut, wo ich immer drauf gucke. Ja, um einfach da auch zu gucken, wie, also das war heute zum Beispiel die Idee dann auch, dass ich dann auch ganz gut gesehen habe, dass man da auch eine Range hat, weil halt die eine Aktie gestiegen ist, die anderen sind gefallen. Ja, und dann kommt halt hinten raus im Index nur eine Range und dann muss man halt überlegen, ob man denn die Range tradet. Ja, und solange da von außen halt nichts kommt, ich habe das ja heute nochmal kommentiert, auch in der Gruppe beim Dirk. In der Facebook-Gruppe, wo ich sehr aktiv auch bin, ja, dass man da, dass eigentlich soweit jetzt nichts passiert. Gerade vorhin haben wir gerade noch mal News bekommen und da ist mir auch so ein Fehler passiert. Das müsste, also muss ich auch mal mit dem Doc noch mal reden. Ich blende mal meinen heutigen Handel hier ein. Normalerweise handle ich vorbörslich nicht, aber ich habe hier sozusagen die Chartverschiebung angemacht und habe die rübergezogen. Und da war ich, weil der Markt hier zuckte, und da war ich auf einmal mit einem Kontrakt dann long. Gut, dann kam direkt bei Twitter die Nachricht raufgeploppt, dass ja ein neues Paket in den USA wohl geschnürt wurde und dachte, jetzt geht es höher, dann ist es runtergegangen. Am Ende habe ich hier den Trade mit null glattgestellt und ja, als es dann runterging, habe ich überlegt, ob wir direkt zu den Zahlen um 14:30 Uhr nochmal ein Breakout auf der Unterseite sehen. Und eigentlich war ich dann, dachte ich auch, Mensch, eigentlich bist du viel zu tief short drinne, bin dann an der Unterstützung hier rausgegangen. Und ja, dann kam dann doch mit den Zahlen denn der Stich nach unten, aber gut. Ja. Aber normalerweise, wie gesagt, handle ich persönlich relativ selten bis gar nicht vor 15:30 Uhr, also vor Eröffnung der Kasse. Dann ist das hier mein Hauptdesk, den ich dann habe zum Handeln. Und ganz rechts dann nochmal, man kann das ja sich auch überblenden oder kleiner machen. Ich habe es jetzt hier extra nochmal ein bisschen größer gemacht. Rechts habe ich dann nochmal den Stundenchart als Analyse-Tool und hier nochmal einen 5-Minuten-Chart vom großen Nasdaq drinne. Wichtig, wenn ihr jetzt aktuell sagt, okay, ich möchte mir das auch mal angucken, bitte wählt den Kontrakt für den März, denn wir haben jetzt ja gerade den Rollover, das heißt, wir rollen von dem Dezember in den Märzkontrakt. Ja. Genau. So, und dann hat man eigentlich einen ganz guten Überblick, finde ich, einen ganz guten Desk, wo man da handeln kann. Ja. Ich werde das nachher noch ein bisschen verschieben, weil, wie gesagt, ich doch ab und oder gerne, das liegt aber daran, weil ich das Tool schon so lange nutze, doch gerne mir auch den Nasdaq oder auch den S&P oder auch den Dow in anderen, mit einer anderen Software noch anzeigen lasse. Das ist der Ninja Trader und ich werde das nachher dann mal so rüberschieben. Und hier seht ihr dann den Ninja Trader und und hier ist auch nochmal der Nasdaq drin, aber in einem Tick-Chart hier oben seht ihr das 50 Ticks. Und aber da gucken wir erstmal, wie der Handel kommt. Wenn der Handel ganz klassisch läuft, dann ist es so, dann lasse ich das auch zu. Wir werden sehen, wie der Markt halt reinkommt. Ja. Was ich dann zum Beispiel heute noch mache, vielleicht zum Handeln, wie kann man den Nasdaq eigentlich ganz gut handeln? Und zwar, der Nasdaq, wir machen mal Folgendes. Ich mache das mal hier, einfach auf einen großen und einen relativ freien Chart und mache mal das Ganze hier im 5-Minuten-Chart an. So, und wenn wir uns jetzt mal hier zum Beispiel, das ist der gestrige Tag, den mal anschauen,
Dann fällt halt auf, erstmal ziemlich am Anfang des Handelstages hatten wir hier diesen Rollover-Effekt, also dieses stetige Hin- und Hergeballer. Und was halt auffällt, ist, dass der Markt stetig, da muss man sich auch dran gewöhnen, stetig lokale Hoch- und Tiefpunkte rausholt und gerne immer die oder sehr oft die Bewegungen anfängt. Eine Abwärtsbewegung über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze und eine Aufwärtsbewegung unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze. Was meine ich damit? Wenn wir uns das mal hier anschauen, wir sind hier, haben eine weiße Kerze, ja, und über dem Hoch fängt der Markt dann wieder an zu fallen bis an das Tief, ja. Und hier auch geht der Markt nur ganz knapp über das Hoch dieser Bewegung drüber und fällt dann hier relativ schnell nach unten und bricht dann diese Range. Und auch die nächste Bewegung, ja, wir haben hier eigentlich eine astreine Hammerkerze, ja, wo jeder Trader eigentlich sagt, okay, danach geht es halt long, ja, aber da sieht man hier, die wurde ein, zwei Ticks angehandelt und dann ging es halt hier im Markt direkt weiter. Ja, auch hier nochmal die Attacke, ja, über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze, der Versuch nach unten weg. Wir haben es dann halt nicht mehr geschafft. Und dann, das ist eigentlich so eine Eigenheit oder ja, mittlerweile machen es ja viele Märkte so, dass sie immer mal wieder die Hochs und Tiefs halt abgrasen, bevor es halt weitergeht. Genauso auch hier. Ja, da muss halt der Nasdaq halt nochmal hier drüber gehen, um dann halt erst zu fallen. Ich habe irgendwie ein bisschen viele Coachings in letzter Zeit gehabt. Meine Stimme, die lässt hier echt zu wünschen übrig. Also das kommt relativ oft vor im Markt. Wir können auch noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Hier sehen wir jetzt auch noch mal einen Tag. Und ihr seht auch hier, wer jetzt auch wieder das Augenmerk darauf schaut, ja, also über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze als Beispiel, ja, wieder die Short-Seite. Ja, unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze eventuell mal die Long-Seite, wieder hier darüber die Short-Seite. Also das läuft relativ oft so. Und was hier auch auffällt, ihr seht das ja, wie kommt, also dass der Markt es halt hier schafft, durchaus entweder auf alle 5 Minuten die Richtung zu ändern oder hier auch mal 10 Minuten in eine Richtung geht. Und das macht das Trading halt vom Nasdaq halt auch sehr schwer, dass der Markt halt manchmal so einfach durch, wir werden das nachher sehen, richtig durchrast. Und zwar sogenannte Sweeps macht er. Bedeutet, im Orderbuch nimmt er einfach mit einem Mal innerhalb von einer Sekunde 4, 5 Punkte direkt weg. Das ist halt typisch für den Markt. Und wie gesagt, da muss man halt überlegen, ob man überhaupt da sich damit anfreunden kann mit diesen sogenannten Sweeps. Ja, also da geht das entsprechend durch, da wird einfach Market durchgesemmelt. Ja, und ja, manchmal geht es dann ab danach weiter und dann daran entsprechend, manchmal ist es auch nur ein kurzes Anfixen und dann so schnell kann man gar nicht gucken, dreht das Ding wieder um. Das werden wir ja aber gleich sehen, wenn dann der Markt offen hat. Also, was man hier einfach, was ich sagen möchte, allein mit diesen Candles und die Candles, wir gucken mal, wie lang die sind hier, die sind. Die Kerze 30 Punkte. 30 Punkte bedeutet als Vola oder hier die Kerze 17 Punkte, also 10 Punkte. Ja, 10 Punkte mal $20 für den normalen Mini-Future, ja, sind demnach dann immer $200 Bewegung hin und her. Ja, bei dem Mikro dann mit einem Mikro $20. Ja, und wenn man hier mal so eine 20 Punkte oder 30 Punkte Kerze erwischt, ja, also 50 Punkte sind dann entsprechend, oder rund mal auf, ne, 50 Punkte in einer Bewegung wären halt im normalen Nasdaq $1.000, im Kleinen halt $100. Ja, also das heißt, rein von der Margin her gesehen, hätte man fast die Margin drinne mit einem 50-Punkte-Move. Und da muss man halt aufpassen, dass man hier zum Beispiel, ich kreiere einfach mal nur ein Beispiel, wenn man jetzt hier hergegangen wäre und sagt, okay, der Markt ist hier relativ stark gestiegen, ich möchte jetzt hier short gehen und man sieht dann, wie der Markt hier fällt und nur als Beispiel, ne, wie gesagt, nur kreiert und sagt sich, okay, jetzt sieht man, okay, darunter liegend läuft ja der Markt so.
Also hinter der 5-Minuten-Kerze, ja, hier fällt der Markt, dann steigt er hier 5 Minuten, dann fällt er wieder 5 Minuten, dann steigt er wieder 5 Minuten, dann fällt er 5 Minuten. Und wenn man jetzt der Meinung ist, oh, ich muss jetzt durch den letzten Punkt 2, der dahinter liegt, ist jetzt den Short Trade reingehen und man geht dann halt hier unten am Durchbruch Short, also an diesem Punkt 2, ist halt saugefährlich. Ja, deswegen immer versuchen, oben die Short zu suchen, ja, oben die Short zu suchen, wenn man sieht, dass dieses Spiel gespielt wird, gerade im 5-Minuten-Chart, hat man auf alle Fälle den Vorteil auf seiner Seite, denn es wird auch mal sein, dass man damit auch nicht richtig liegt, passiert mir auch stetig, aber schauen wir uns mal das Chance-Risiko-Verhältnis halt an. Als Beispiel, wenn ich sage, ich gehe über dem Schlusskurs oder über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze short, dann habe ich hier vielleicht so einen Stop. Und wenn ich die 5-Minuten-Kerze durchhalten kann, ist das mein Target. Das heißt, ich habe auf alle Fälle CAV auf meiner Seite. Ja. Das wäre noch so weit dazu zu sagen. Ansonsten kann man das Ding eigentlich auch klassisch runterhandeln. Ja. Unterstützung, Widerstände, Pipapo, wie man das halt gerne handeln möchte. Ja. So. Ja. So. Dann war noch mal eine Frage, bevor wir hier reingehen. Frage jetzt noch gerade, warum ich noch mal den Nasdaq. Also es sind alles Futures, das hier aber in der Mitte, das ist der Mikro-Future. Also ich werde, wenn ich jetzt handle, hier Mikro-Future handeln, da bin ich einfach ein bisschen flexibler. Und hier rechts ist der Groß, also der Mini-Future, ne? Der NQ. Und dann hier oben links seht ihr MNQ. Und jetzt seht ihr mal, jetzt geht das Ding, die Ballerei hier los. Und ihr werdet gleich sehen, es ist massiv, ja. Was man hier ganz gut auch üben kann, ist halt der Handel, der Handel halt aus dem Limit heraus. Ja. Wie gesagt, die erste Minute handle ich halt nicht, aber ihr seht, wenn ihr das im Stereo Trader handelt, dann ist es manchmal so, im Stereo Trader seht ihr gar nicht, da geht es nur pling pling und der Trade ist halt draußen, wenn ihr da irgendwie mit ein, zwei Punkten halt handelt. So, jetzt gucken wir mal hier, wie die Einzelaktien hier reinkommen. Ja. So, hier können wir ein paar Limits mal in die Unterstützung reinlegen. Okay. So, wieder raus. Das war der erste Trade. Genau. Also, wenn ich im Mikro handle, dann ist es so, dass man da eigentlich schon auch gucken sollte, dass man hier mit zwei, drei Kontrakten halt handelt von mir aus, ne? Gut. Ja. Dann schauen wir mal, wie die Aktien hier reinkommen. Wir sehen hier Microsoft, gehen alle relativ, kommen hoch rein. Ja, Tesla kommt tief rein. Und wenn man sowas sieht, dass hier vielleicht direkt so ein Squeeze kommen könnte, ja, dann sollte man durchaus ja, gucken, dass man halt dann das Tief erwischt. Wie gesagt, Apple ist am interessantesten, weil die bei $130 noch einen ziemlichen große Optionsposition hätten. Also falls die heute noch mal squeezen, das wäre schon ein Monster. Ja. Aber ihr seht jetzt, der Markt hat jetzt hier eine Vola von 16 Punkte. Ja, also ne, $30 für ein Mikro. Ja, oder 100 oder $300 für einen normalen Kontrakt und ihr seht ja, wie schnell das geht. Ja. Gut. Ja. So. So. Dann war noch eine Frage. Ach so, dieser X-Frame, wo man den herbekommt, wer den noch nicht hat, da gab es jetzt hier auch noch eine Frage. Also Installationsmanager könnt ihr euch den auswählen, den X-Frame hier, da ist er kostenfrei, das Ding, und da habt ihr das Ganze. Genau. So. Relativ einfach. Die Einstellungen erklären sich, glaube selber. Ansonsten bei YouTube mal googeln. X-Frame, da gibt es auf alle Fälle auch ein Erklärungsvideo dazu. Ja.
Ich denke mal, so viel X-Frame wird es da nicht geben. Ja. Gut, dann ja, schauen wir mal, wie der Markt hier reinkommt. Wir gehen jetzt hier nochmal auf den, ich gehe jetzt nochmal hier auf den Tick-Chart, den nochmal ganz kurz erklären. Und im Tick-Chart ist es jetzt so, dass ich hier das ist beim Nasdaq relativ auffällig, dass man hier sieht, das sind keine Bollinger-Bänder, die ich da habe, aber der Nasdaq ist halt, warum auch immer, handelt ja relativ gut. Also ich habe auch gedacht, okay, ich brauche das nicht, aber er nutze das jetzt sehr lange. Sind sozusagen die Standardabweichungen vom VWAP, von Volume Weighted Average Price. Und der Markt, man mag es nicht glauben, tippt oftmals, wir werden es vielleicht nachher heute nochmal sehen, das ist aber auch nicht jeden Tag so, ganz klar. Das ist nur auch nur eine Unterstützung auf meine Stimme. Dass diese Extensions, also dass die sehr genau angelaufen werden, ach, machst du halt einen gelben Punkt, wo dann halt auch entsprechende Reversals stattfinden. Also der geht schon sehr, sehr gut zwischen den Bändern. Also am Ende ist es sozusagen, wie sagt man, eine Standardabweichung zu dem in grün dargestellten VWAP, also dem Volume Weighted Average Price. Ja. Und da habe ich diese Bänder halt mit an und gucke dann halt einfach, wie der danach hin und her wackelt. Ja. Oder ob er dort abprallt. Ja. Für einen kurzen Scalp immer mal möglich. Und wenn man halt einen guten Trade erwischt und man kriegt dann hier ein paar Sekunden, manchmal eine 5- oder 10-Punkte-Bewegung, dann reicht mir das ja allemal aus. Darunter ist, ihr seht das hier selber als Text, ist noch das Cumulative Delta. Das zeigt mir ganz grob an, ob in der Bewegung mehr Käufer oder Verkäufer da sind. Zum Beispiel gestern relativ interessant gewesen, dass Delta die ganze Zeit gefallen ist und der Nasdaq, also der ist so seitwärts gelaufen, ne, als Beispiel. So, und ich habe halt immer die Short-Seite gehandelt, weil hier drunter das Delta angezeigt hat, dass hier doch mehr Verkäufer am Markt waren und das war dann am Ende auch ganz gut, der gestrige Tag, und das konnte man dann durchaus ein bisschen was mitnehmen. Ne. Gut, dann ja. So viel mehr gibt es da jetzt eigentlich auch nichts zu sagen. Gut, dann gucken wir mal hier, wie das Ganze läuft. Ja, jetzt hier neu ist nochmal vom Martin, habe ich dankenfreundlicherweise hier, geht auch ohne den Stereo Trader, Level 2 bekommen in einem Offline-Chart, sonst funktioniert auch ganz gut. Genau. Die Standardabweichung. Die sind jetzt beim Stereo Trader nicht dabei. Ja, im Ninja Trader sind sie halt dabei. Wie gesagt, ich hab das auch nur eher zufällig gefunden und am Ende, also die Standardabweichung, ich habe davon eigentlich nie was gehalten. Und ich trade jetzt den Nasdaq doch einige Monate oder ja, einige Monate und muss sagen, dass es halt wirklich Tage gibt, und durch Zufall bin ich da eher drauf gekommen, weil das jemand genutzt hat, und da dachte ich mir, okay, wenn derjenige das halt nutzt, dann gucke ich mir das mal an. Ja, und da macht man das halt mal so einen Monat rein und denkt sich, Alter, wie genau geht denn das manchmal? Ja, und da merkt man halt, vielleicht ist das auch genau. Also im S&P habe ich die auch drinne gehabt eine Zeit lang, diese Abweichungen, und da musste ich feststellen, dass das hat selten, viel, viel seltener funktioniert. Vielleicht sollte ich es da mal reinmachen und mir das nochmal angucken damit. Ja, aber man sieht ja auch die Bewegungen, die sind hier in der Sekunde. Ja, also das waren jetzt nur mal als Beispiel. Ja, das waren von 15:36 und 46 Sekunden bis 54, also 6, 7 Sekunden, wo der Markt halt eine 10-Punkte-Move gemacht hat, ja. Also das ist schon brutal. Ja. Also 10 Punkte heißt halt, wie gesagt, $20 plus minus, ja, im Depot, was das da hin und her wackelt. Also das muss man halt auch abkönnen, ja. Ja. Gut, ja, schauen wir uns mal an. Also rein von der Analyse her ist es so, dass wir hier
gleich an ein interessantes Level nochmal kommen. Hier das Tief finde ich jetzt ganz interessant, die 77. Ja, war hier gestern nur hoch gewesen. Mal gucken, wie sich der Markt da dran verhält. Ja. Also wie gesagt, auf alle Fälle die Abweichungen sind auch nicht der heilige Gral. Ja. Ganz klar, es ist halt eine Möglichkeit. Ne? Also hier ist jetzt eine ziemliche Verkaufsorder durchgesmasht und aber es ist halt, wie gesagt, an manchen Tagen recht sauber und ich nutze dieses Tool auch nur dann, wenn ich sehe, dass über den Tag der Markt vielleicht ein, zwei Mal dort sauber reagiert hat. Wenn der Markt, so wie jetzt, ist es schon fast für mich eher unsauber dort reagiert, dann nutze ich die auch nicht. Ja? Also wenn der Markt das hernimmt, diese Tools, dann sollte er die auch bitteschön relativ oft auch genau nutzen. Und wenn das nicht passiert, dann nutze ich es halt auch gar nicht. Ja? Ne? Gut. Ja, dann. Aber so kann man das ganz gut sehen, dass wir hier eine Verkaufsorder gerade jetzt drin haben. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir hier eventuell nochmal reinkommen. Wie gesagt, ja, so sieht es ganz grob hier aus auf dem Test. Also ihr seht, das geht schon relativ schnell, das Ganze. Und also ich mache es mal so hin. Und was wir halt sehen, ist schon, dass der Druck hier so durchaus im Future halt mit ist. Also wir sehen die Kasse relativ einheitlich, ne? Also sei es jetzt Apple, Google, Facebook und auch Tesla. Also das heißt, da haben wir auf alle Fälle Verkaufsdruck. Deswegen würde ich jetzt gucken, wie man jetzt hier in den Short Trade reinkommt. Ich will jetzt eigentlich nicht euch mit zu viel Information hier vollstopfen. Soll ja auch nur eine Idee sein, wie man sich vielleicht so ein Screen halt organisieren kann und ja, wie man vielleicht dann auch einen Trade halt dahin bekommen kann. Ja. Ja, also wie gesagt, ist nur so eine Intention. Ja. Gestern oder vorgestern habe ich auch gehandelt, werde ich mal zeigen, vielleicht. Also was auf alle Fälle extrem schwer ist, bei der hohen Vola. Die Haltedauer wahrscheinlich im Nasdaq liegt bei mir bei irgendwie bei 10 Sekunden. Also das heißt, hier bin ich deutlich zu langsam, wenn ich hier versuche, irgendwie was zu erzählen. Und der Markt dann hier in einer Sekunde, so wie jetzt gerade 10 Punkte wieder ansteigt. Und ich überlege, also wenn ich da jetzt überlege, nehme ich jetzt 10 oder $20 mit oder nicht? Ja, also das heißt, man muss da on the point sein. Hier haben wir sogar so ein kleines mögliches Box-Setup. Also ein kleiner Long Trade. Und es kann halt sein, in einer Sekunde steht er gleich wieder 10 Punkte tiefer, ja. Also da muss man schon verdammt schnell sein. Ja. Gut. Ja. So, und was jetzt ja für mich jetzt typisch wäre, wäre jetzt, wenn der Markt hier komplett wieder runterkommt, ne, dieses letzte Hoch, dieses kleine Mini-Hoch hier überschritten hätte. Und jetzt direkt wieder runterfällt. Also hier dieses Hoch hat er überschritten, rausgenommen. Und wenn er jetzt hier runterfällt, das wäre jetzt nicht untypisch, ja. Wenn man jetzt den Markt halt mal so. Also bevor ihr den anfangt zu handeln, bitte schaut euch den irgendwie 2, 3 Wochen an. Versucht die Eigenheiten herauszufinden von diesem Markt. Ja, und genau. So. Ja, leider Gottes muss ich jetzt doch noch mal einen vielleicht auch mal. Ja. Also wie gesagt, das wäre jetzt das Ziel, zu gucken, dass wir hier irgendwo Short noch mal reinkommen. Aber ich muss auch sagen, ich bin da relativ vorsichtig. Gestern lief der Tag ganz gut im Nasdaq. Also ich habe hier mal die P&L offen. Das war gestern gewesen. Das war eigentlich ganz cool gewesen. Aber da brauche ich halt mega Konzentration. Ja. So, ich bin da nicht so wie der Dirk. Was ich euch auch noch mal gerne zeigen möchte, auch wenn der Markt halt von der Kasse bestimmt wird, ja, dann kann man das wirklich sehr sauber traden. Ich habe euch mal ein Beispiel, das habe ich noch schnell gescreenshottet. Weiß gar nicht, von wann das ist.
Ah ja, hier steht es ja vom 14. Von vor 2 Tagen ist das. Habe das Bild noch gar nicht abgespeichert. Und hier seht ihr halt sehr gut bei Apple und Microsoft, ja, die beiden Werte sehr gut oben an der Range rangelaufen, ja, und kommt dann halt runter. Und ja, da kann man auch oben im Widerstandsbereich entsprechend den Short eröffnen. Ja, der Markt läuft hier runter und dann überlegen, ob man halt hier rausgeht. Ich hatte hier mehrere Kontrakte drin, es ist nur noch einer drin. Und das ist dann halt auch wieder die Eigenheit, was mich hier geärgert hat. Das seht ihr jetzt hier nicht. Aber mein Trade wurde genau hier ausgestoppt. Und am Ende war es doch so wieder so gewesen, wie er es halt doch sehr oft halt macht. Ja, erstmal hier das Hoch rausholen. Halt, man muss mal im Blau das Hoch hier rausholen. Ja, bis dahin gelaufen und dann nach unten weg. Und dann hat er das Ziel hier erreicht. Ja, sind 40 € oder so am Ende übrig geblieben. Ja. Genau, das nochmal so. Da seht ihr, wenn man das denn so sieht, dass der Markt halt oben ist und vielleicht der ein oder andere Wert schon vorher so ein bisschen umdreht, ja, dann kommt man vielleicht auf die Idee, okay, ich handle jetzt noch nicht einen Ausbruch, ich handle halt den Short. Wie gesagt, nur eine Möglichkeit. So. Ja, der Abwärtstrend hier läuft weiter. Also hier haben wir es jetzt gesehen, das Hoch rausgenommen, gut verteidigt. Und jetzt sind wir unterm Tief dann wieder eher auf den Anstieg gucken, also eher auf die Longs gucken. Da ist schon vorbei. Also das wäre jetzt eigentlich jetzt so ein Trade gewesen, auf den Long zu gucken bei der 54. Naja, so schnell geht's. Ja, also wie ich sagte, wir haben den Abwärtstrend, ganz klar, aber unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze vielleicht nochmal hier 5-Minuten-Chart-Only angemacht, damit man es nochmal sieht. Ja, also hier, da ist der 5-Minuten-Chart. Ich mache den mal hier kurz aus. Da seht ihr das. Unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze kommt erstmal der Rücksetzer. Ja, und das reicht ja aus. Ja, so sammelt man dann seine Punkte. Also ich mache zumindest so. Und ja, und natürlich, was machen wir jetzt? Wir gucken hier oben. Also der Fokus liegt hier oben auf Short, da oben. Genau nach der Systematik, die ich euch ja erklärt habe. Ja. Ja, und da jetzt, also wenn man jetzt den Trade, wie gesagt, ich habe ihn ja nicht gemacht und ich will jetzt auch nicht mit so viel hätte Fahrradkette, aber wenn man jetzt hier irgendwie einen Trade gemacht hätte mit 2, 3, 4 Kontrakten, ja, dann kann man hier mit 5, 10, 15, 25 rausgehen und wenn der Markt da durchpusht, hat man halt noch ein bisschen mehr. Aber das ist diese Eigenheit, was ich euch vorhin gesagt habe, in diesem Markt halt. Ja. Also das war jetzt eigentlich gerade ein guter Entry, den ich auch so nehmen würde, ja. Also das muss ich schon sagen, der hat jetzt ganz gut gepasst, der Stich und dann, wenn man sieht, wie das ansteigt, ja, so. Okay, also wir gucken jetzt hier oben in diesen Short-Bereich hinein. Hier wäre jetzt auch vom Dings her so eine Extension, also so ein Bereich, wo er vielleicht anhandelt und was wäre wieder die fiese Nummer? Die fiese Nummer natürlich, dass der Markt hier das letzte Hoch auch rausgenommen hat. Ne? So. Und jetzt darf er nun nicht zu weit laufen, dann muss ich natürlich dieses Szenario dann halt ad acta legen. Ja? Okay, also wir sind mal drinne und hier oben nochmal einen rein. Wenn er jetzt so komplett durchsqueezt, dann wäre es halt so. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir hier entsprechend da ein bisschen mitkommen. Ziel wäre jetzt, dass er die nächsten 5 Minuten halt ein bisschen tiefer fällt. Ja. Na, komm her. So, mal gucken. Ja. Wir sehen aber trotz alledem hier schon Käufer drinne, ja, in dem Trade. Wie gesagt, das ist jetzt hier nicht viel. Ich habe jetzt hier nicht, mache jetzt hier nicht irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Trades auf. Ja, mal kurz schon wieder zu. Ja. Also waren jetzt eine Nullnummer. Jetzt gucken wir mal. Mir gefällt es jetzt eigentlich nicht hier, wie das so ansteigt, aber. Ist immer noch im Level drinne. Okay, nochmal rein an der gleichen Stelle. Mal gucken, ob er jetzt runtergeht. Auf alle Fälle ist da Action. Oh, Action. Also ich schraube das auch hoch bis 10 oder 20 Kontrakte, um einfach da mir einen guten Preis zusammenzuholen. Ja. Die Kosten sind natürlich relativ hoch, so gesehen, aber wenn einer halt läuft und im Kleinen könnte ich das jetzt nicht ganz so gut darstellen. Im Großen meine ich. So, was jetzt fehlt, man merkt das hier, sozusagen dieser Sweep auf der Unterseite, dieser komplette Durchstich auf einmal. So, Trailing Stop an und weg. So.
Gut. Also wichtig, über dem Hoch, denk dran, über dem Hoch, ne, die Short suchen, unter dem Tief die Long suchen. Wenn der Markt jetzt hier wieder anfängt loszulaufen, ja, der ein oder andere Wert geht schon wieder runter. Was halt so ein bisschen halt der Spielverderber hier ist, sind hier da drüben die Microsoft, die halt so stark ansteigt. Ja, die hat auch hier so ein Gamma-Squeeze. Bei 215 hatte die schon, glaube ich, einen großen Überhang gehabt. Ja, und hier die Google und der Rest sieht ja gut aus. Ne? Und das ist halt, das sind so, ist der Störenfried. Ja? Man kann sich das halt so vorstellen und da hat man auch viel Arbitrage mit dabei und so weiter. Man kann sich das so vorstellen, dass wir die Aktien fallen, die fallen, ne? Der Markt fällt. So, und jetzt hören beide Aktien mal auf mit fallen, ja? Bleiben für eine Sekunde stehen. Und die Microsoft steigt weiter und schwupps, haut es den Markt wieder hoch, dann fangen die an wieder zu fallen. Ja, und so geht das dann halt hin und her. Ja. Ja, wie gesagt, einmal sogar bis runtergekommen. Also da haben wir jetzt eigentlich nicht so viel geholt. Also hier waren sogar 14 Punkte drin. Aber ihr seht, wie wild das hier ist. Ja, also ihr müsst aufpassen, dass man da den Fokus nicht verliert. So, und jetzt könnte ich mir auch vorstellen, wenn man es jetzt so unten zweimal so angetestet hat, dass man dann auch vielleicht mal oben durchgeht. Also da, das wäre mir jetzt sehr zu schnell gewesen. Ihr seht jetzt auch hier unten in dem Delta, dass wir hier doch mehr Käufer drin haben, so leicht. Aber bis jetzt passt die Logik dahinter. Ja, hoch rausnehmen und fallen, tief rausnehmen und steigen, schon ganz gut. Und es kann auch nochmal sein, dass der Markt auch von diesem Hoch nochmal wieder komplett runtergeht. Also das ist ganz gut möglich. Muss man halt überlegen, wie oft macht der Markt halt dieses Spielchen oder gucke ich mal zum Ende der 5-Minuten-Kerze, ob er denn doch nicht das Ganze auf links dreht. Ja, so. Ja. Ja. Und hier, das ist jetzt ein starker Close. Also wir haben es jetzt doch geschafft, das oben wegzureißen. Ja, jetzt gucken wir mal. Gut, ich weiß, vielleicht für den einen oder anderen jetzt alles sehr schnell, aber ihr seht, wie gesagt, wie schnell man, meine Stimme gleich ist weg. Na, man sieht jetzt halt, wie schnell der Markt da hier tickt und wie gesagt, 2 Minuten, 10, 20 Punkte. Also wer da den Fokus nicht verliert und wer da dran bleibt, denke ich mal, kann im Nasdaq durchaus seine Punkte machen. Ja, und überall ist da mal ein Scalp halt möglich. Ja, und ja, wir hatten jetzt hier einmal 2 Dollar geholt und einmal 6,15. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt alles Kleinkram, ne? Also weil ich jetzt hier kein großes Brett aufmache. So, jetzt würde ich ja aber trotzdem gucken, wie verhalten wir uns hier oben an dem Widerstandsbereich, ne? In einem Tickchart ist der halt nochmal wesentlich detaillierter zu sehen, wie jetzt hier im 1-Minuten-Chart. Und aber man sieht hier schon, dass der Markt hier doch ein Reversal startet. Ja, hier die, da seht ihr das auch, da die Amazon ist durchgepeitscht und hier das Reversal in der Apple-Aktie. Und da kann man sich jetzt durchaus vorstellen, da geht was jetzt nach oben. Also da drehen sie durch. Und wenn man das halt sieht, wie plötzlich die Amazon anspringt, ja, und jetzt nur mal als Beispiel, Google, Facebook und auch die Tesla drehen mit. Ja, dann gibt's das, dann kann ich mich eigentlich komplett von Short verabschieden. Sollte man jetzt sehen, dass die Amazon komplett wieder in sich zusammenfällt, dann wäre es halt immer noch mal ein Grund zu sagen, okay, ich gucke doch mehr, der Fokus bleibt mehr hier auf den fallenden Aktien. Aber prinzipiell bei so einem Push und ja, würde ich dann schon auch eher die Long-Seite jetzt dann bevorzugen. Ja. Es hat sich angedeutet, nachdem wir jetzt hier unten das Tief auch nicht mehr nochmal rausgeholt haben, aber so gucke ich halt so ein bisschen auf den Markt. Ja. Gut. Jo. So, also auch hier, ich weiß jetzt nicht gerade, ich habe jetzt den anderen Chart bei mir nicht offen, aber das könnte hier, das war ja der Point of Control vom Tag davor, also knapp an den dran gelaufen und jetzt weg. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ja. Also, wie sich das hier verhält. Ja, gut. Ja, und da seht ihr auch, und das ist halt wirklich auch die Gefahr, auf die möchte ich hier deutlich hinweisen, wenn ihr hier versucht, mit einer anderen Art und Weise zu handeln und ihr seid mal schief daneben, dann und ihr wartet jetzt hier, guck mal, das sind jetzt nur 4 Minuten, in 4 Minuten 27 Punkte und ihr wärt jetzt, oder ich wäre jetzt hier immer noch short,
durch diese kleinen Kontraktzahlen kann ich das auch mir leisten, dass ich hier oben nochmal über dem Hoch dieser 5-Minuten-Kerze überlege, nochmal den Short hier zu handeln. Aber trotzdem, wenn der Markt halt hier eine V-Formation macht, bin ich, ja, sind es trotzdem 200, 300 Dollar oder Euro, die ich da riskiere. Und das muss jetzt nicht sein. Und ihr seht auch, wie schnell ihr reagieren müsst, wenn es dann halt mal plötzlich umdreht, ja. Und das ist halt im Nasdaq, der ist da echt gnadenlos. Also da muss man schon Bock drauf haben, so schnell handeln zu wollen. Ja, ist nicht für jeden geeignet. Deswegen auf alle Fälle erstmal üben das Ganze, sich auch angucken, um dann halt zu überlegen, ob ich das überhaupt handeln kann. Jetzt kommen wir hier an dem VWAP wieder ran. Wie gesagt, typischerweise kommt hier ein Abpraller eigentlich oftmals relativ gut rein. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Markt hier vielleicht auch nochmal 10 oder sogar vielleicht 15 Punkte sogar nochmal runterfällt. Ja. So, gucken wir mal, wie die 5-Minuten-Kerze schließt. Also, ich möchte gerne so einen Touch sehen. Da sieht man auch genau jetzt an so einem ein bisschen Volumen, genau an dem VWAP dran. Ja, das sammelt sich dann auch gerne mal dort. Wäre vielleicht sogar schon ausreichend, um jetzt direkt zu verkaufen bei 7. Wenn man bei 7 klickt, ja, oder bei 8 klickt, ja, wäre es vielleicht sogar schon fast ausreichend. Ne? Aber jetzt sieht man hier unten auch die Käufer. Ich habe gerade noch jemanden eine Frage gehabt von jemanden auch zu dem Cumulative Delta. Da kann ich ja auch noch mal drauf eingehen. So, also jetzt müsste der Schuss nach unten kommen, unmittelbar in den nächsten paar Sekunden. Wenn der nicht kommt, dann wird das Ding komplett auf links gedreht. Ja. Also wenn jetzt hier das nicht verteidigt wird, dann gehe ich davon aus. Ja. Dann haben wir jetzt die Kauforder. Also wie gesagt, die Amazon-Aktie hat es gut angekündigt. Ne? Der Spike, also ich habe den gerade so gesehen noch, wo es hier losging, den Spike. Wenn man da schnell reagiert, dann kann das durchaus möglich sein, ja, dass man da auch mit drinne ist. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil sonst würde ich hier nicht alles auf dem Bildschirm draufkriegen. Ja. Also hier haben wir jetzt auch im Tickchart einen guten Trend. Also die Reaktion hier an dem VWAP relativ klein. Also da sieht man auch, da kommt jetzt wirklich das Volumen aus der Kasse. Der Future hat das hier nicht wirklich verteidigt. Ja, und da stellt man sich dann wahrscheinlich auch nicht dagegen und lässt das Ding jetzt mal hier durchwuppen. Ja. Also wie gesagt, hier, die drehen da so gerade so ein bisschen an der Uhr. Ja. So. Gut, wir sind jetzt hier über dem Hoch. Wir können trotzdem noch mal schauen, über dem Hoch, wenn die 5-Minuten-Kerze etwas tiefer, die erste Minute hier etwas tiefer schließt, wäre hier trotzdem noch mal ein Short jetzt möglich nach 10 Minuten Anstieg, und falls die Kauforder kurz eine Pause macht, ja, dann könnte sowas noch mal funktionieren. Ansonsten ist da V-Formation, und der Stop der V-Formation oder die Vollendung liegt dann an der 12.625. So, jetzt gucke ich hier noch mal. Ich sehe gerade, ich habe gar nicht meine Uhrzeit hier an. So, die Uhrzeit ist für mich hier eminenz wichtig, weil einfach manchmal ist eine Minute, wenn man hier drauf guckt, extrem lang. Wenn die Minute zum Beispiel jetzt heruntergeht und jetzt geht das 30 Sekunden hier 10, 15 Punkte hoch, ja, das kann der Markt, das schafft er halt relativ locker. Ja. So, gut. Ich werde mich mal kurz den Fragen widmen. So. So, dann gehen wir. Ich werde mal so machen. Meine Stimme, die ist ziemlich angekratzt auch. Wir werden es mal so machen. Ich würde jetzt einfach mich den Fragen widmen. Wie gesagt, habe jetzt hier heute nicht viel gehandelt, aber bei der hohen Vola war es mir jetzt eigentlich auch wichtig, eher mal zu erklären, wie ich den Markt lese und welche Vorgehensweise ich habe. Ich denke mal, oder ich hoffe, dass euch das mehr bringt, als wenn ich jetzt hier für das Webinar da ein bisschen noch rumtrade. Klar, der ein oder andere Trade wäre sicherlich nicht verkehrt. Ja, auch der Short Trade jetzt hier oben. Also wie gesagt, zwar mir eigentlich jetzt, das zum Beispiel finde ich nicht gut, wenn ich jetzt hier nach dem VWAP handeln würde, dass der Markt halt hier auch diese 6, 7 Punkte durchgeht. Und glaubt mir, wenn der Markt sich da sehr gut an diesen VWAPs orientiert, also wenn die Dominanz eher am Future ist, dann wirklich, dann handelt der das wirklich punktgenau. Also das ist manchmal so unglaublich, dass ich selber wirklich das mit großem Erstaunen feststelle. Ich komme hier wahrscheinlich nicht so weit hinter. Hier zum Beispiel. Gut, das war gestern Abend. Ja, aber das wird wirklich
Manchmal auf den Tick genau werden diese Dinge angehandelt. Wie gesagt, mir fällt jetzt hier auch relativ gut, aber am Ende ging es dann doch durch. Dann haben sie sich umgedreht, aber hier zum Beispiel, ne? Also auch hier unten das Tief genau angehandelt. Ja, und dann erstmal auch wieder weg. Und hier genau drauf und da auch wieder weg. Ne? Das reicht im Scalp-Trading. Sind das interessante Punkte. Es geht nicht darum, dass ich hier irgendwie 100 Punkte mache, aber das glaube ich hier von gestern, da habe ich, das ist dieser lange Trade hier gewesen. Ne? So. Ich komme jetzt gerade hier nicht. Naja, ist ja, wie gesagt, also mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Und wie gesagt, manchmal gibt es so tolle Teile. Ja. Sowas ist natürlich dann hier ärgerlich, wenn das Ding so grindet, ja, dann ist natürlich nicht schön. Aber wie gesagt, jeden Tag gibt es da mal Punkte, wo der sich einfach gut dran hält und dann wieder halt nicht. Naja. Aber die Erfahrung kann man ja dann selber sammeln, wenn es dann soweit ist. Wenn man sich da mal mit beschäftigt. Ja. Gut, also bleibt dann doch trendig. So, dann kommen wir mal auf die Fragen. Genau, wenn es soweit für euch okay ist. So, ist ja eine Latte reingekommen. Welche Nachrichten Feed bei Twitter nutzt du? Bei Twitter habe ich hier Twitter offen. Nee. Bei Twitter nutze ich Live Squawk. Nutze ich hier. Kann das ja mal reinkopieren. So. Das nutze ich bei Twitter und ich habe mir auf meinem Rechner habe ich so ein Push-Up eingerichtet. Also kein BH. So, ich mache mal hier einen Screenshot. So, gerade eben. So, ich zeige euch das mal. Ihr habt es gerade hochgeladen, das Bild. Kopieren. So. Bei mir sieht es auf dem Rechner denn so aus. Gerade eben kam hier so eine News. Da, Tesla receives order from bla bla bla. Das pusht bei mir halt immer auf dem Rechner halt auf. Ne? So, und dann kann man halt gucken, kann man die News dann anklicken, die geht dann nach ein paar Sekunden weg. Also da kann man Pop-up, ich habe hier Firefox, da findet man das dann, wie man das einzustellen hat. Und dann läuft das immer als Newsfeed dann bei mir herein und dann sehe ich das halt immer. Genau, also das. Und ja, das so zum Twitter-Feed. Ja. So, jetzt kommen hier gerade die NHAB. Ja. Also ich mache hier nochmal kurz so ein Screenshot, so gehe ich hier drauf, tschuk, so und dann gehen die ja auf. Und dann sehe ich, das kam jetzt gerade auch als kleine Karteikarte in HB Housing Market Index 86 versus 88. Ja, dann kann man gucken, wie kommt das hier rein. Ja, und dann kann man sich da seine Meinung zu machen. So, gut, Twitter abgearbeitet. Genau, wie interpretierst du das Cumulative Delta als Kontraindikator? Als Kontraindikator, dann sollte man sich einen Markt suchen, wo das als Kontraindikator halt auch gut genutzt werden kann. Ich gehe mal hier auf den Minutenchart. Dann sieht man es hier vielleicht mal ein bisschen besser. So, jetzt sehen wir hier eigentlich die ganze. So. Und ich sage jetzt mal, was der typische Interpretation jetzt wäre hier ist, dass hier der Markt fällt, ja, also hier der Markt fällt, das Cumulative Delta fällt, also sowohl die Verkäufer sind in Kontrolle, dann kommt eine Erholung und dann hier in der Welle ist nichts mehr nach unten und man hätte jetzt hier schon auch eher, es ist jetzt keine Divergenz als solches, sondern hier hätte man dann schon die Möglichkeit zu sagen, okay, vielleicht, ja, ob da jetzt ein Reversal draus entsteht oder nicht, das weiß ich auch nicht, aber das wäre dann schon so. Bei einer Divergenz würde ja dann entweder der Markt halt tiefer fallen oder das Delta tiefer fallen, eins von beiden, dass man halt sieht, okay, da sind viele passive Käufer werden dann hier drin, ja, die Verkäufer absorbieren. Und da braucht man halt den Markt, also ich sage mal so, diese Divergenzanalyse mache ich dann eher im S&P 500. Im Nasdaq habe ich sie eigentlich nicht. Also im Nasdaq hat man es ja nicht wirklich so oft. Und wie gesagt, ich ist jetzt auch so, ich gehe jetzt nach dem Delta nicht wirklich unbedingt jetzt zwingend einen Trade halt ein, weil manchmal
macht das auch, dieses zu analysieren, macht manchmal gar keinen Sinn oder macht auch, bringt auch keinen Mehrwert aus dem einfachen Grunde, wenn hier gegen andere Optionen Hedging-Aktivitäten stattfinden, ist das Delta, kann man das relativ schlecht interpretieren, weil im Markt halt sozusagen die Orders, die hier aufgegeben sind, dann zwar absorbiert werden, aber am Ende des Tages hat man keinen Vorteil aus dieser Analyse, weil vielleicht hier gegenüber gewissen Optionen Hedging-Aktivitäten stattfinden, die dann das Delta einfach verzerren und damit hat das gar keine Aussagekraft. Ja. Also da am besten auch hergehen, schauen, wie verhält sich der Markt. Ja, und ich muss sagen, eher ist es so, dass wir wirklich seltener Delta-Divergenzen halt haben im Nasdaq als jetzt als im S&P 500. Ja. Da sieht man das schon mal eher. Was meine ich mit so einer Delta-Divergenz, weil gerade da jetzt so eine Anschlussfrage kam. Da ist jetzt hier ein bisschen schwer zu deuten, das Ganze. Ich gucke mal hier, ob ich es irgendwie hinkriege. Mal gucken, ob hier eine ist. Also richtig ist hier keine. Also was hier zum Beispiel auffällt, ist hier dieser Bereich halt, der nicht zusammenpasst, wo man halt überlegen kann, was geht denn hier ab? Ja, und zwar hier. Hier sieht man bereits im Delta fällt der Markt halt schon deutlich nach unten. Das heißt, wir haben hier deutliche Market-Verkäufer hier drinne, aber der Markt fällt nicht. Und wenn dann der Widerstand halt hier hält, ja, dann kann man überlegen, okay, wenn der groß genug ist, dann drückt es irgendwann mal den Preis nach unten. Das wäre so eine Idee. Ja. Aber ob das denn, ob man da auf die richtige Idee halt kommt, ist halt so eine Frage. Ne? Ja. Also von daher muss man halt überlegen. Ja. Also prinzipiell ist es möglich, aber ich denke mal so, da sollte man seine eigene Meinung dazu bilden, wie man das Ganze denn interpretiert. Ja. Also ich selber, wie gesagt, nutze es hier eher nicht, die Data-Divergenz-Analyse, genau. Thema Einkommensteuergesetz, Verlustverrechnung, weiß ich noch nichts. Heute ist ja nochmal Anhörung, am Freitag ist die Verabschiedung. Ja. Welchen Trail ich benutze? Hier nutze ich im Übrigen, ne, also hier nochmal, also nochmal ganz kurz, bevor ich auf den Trail komme. Ich zeichne es nur mal, ich markiere es einfach nur mal, wie es jetzt hier gelaufen ist. Also das war jetzt das Hoch über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze, machen wir es mal so, über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze eher die Shorts. Also hier war die Überlegung, nochmal den Short Trade zu nehmen. Ja, hätte jetzt nicht viel gebracht. Unter dem Tief die Longs, ja, also hier drunter die Longs zu nehmen, der wäre natürlich richtig gut gekommen, ja. Also sowas ist dann schon cool, wenn man hier irgendwie den Long eventuell reinbekommt, ja, irgendwo in diesem Bereich und kann dann die Punkte mitnehmen. Ne? Hier oben, wie gesagt, wenn dann mit der neuen 5-Minuten-Kerze die erste Minute so runterkommt, sofort raus. Also so mache ich das halt, denn ich warte hier nicht ab, wenn das Ding halt hier nur leicht drüber geht und fällt dann wieder komplett runter, da verschenkt man einfach zu viel. Ja. Wenn man vielleicht irgendwo sieht, so wie bei Apple oder wie auch immer, dass da eine richtig massive Order ist, dann kann man da auch noch überlegen, ob man drinnen bleibt. Aber ansonsten, ja, gehe ich da wieder raus. Ja. Ansonsten wieder hier oben neue Short, passt auch mit dem, ja, hier ist der Point of Control. Kann man auch überlegen, ne, ob man den dann halt nimmt. Ja. Wie gesagt, ein bisschen aufpassen muss man halt hier, dass die Apple-Aktie macht jetzt hier ziemlich Bambule. Aber mal als Beispiel kommt die Amazon ein bisschen runter und nimmt vielleicht die Google vielleicht eventuell den Trend wieder auf oder auch die Tesla, dann wäre es okay. Aber ich würde hier mich schon ein bisschen schwerer tun mit dem Short. Dennoch ist er machbar. Ja, also hier oben im Widerstandsbereich ist er durchaus machbar. Ja, aber ich würde da schon aufpassen. Ja, also wir sehen ja hier, also was sich hier andeutet, ist wirklich, dass wir in Apple vielleicht noch den Squeeze an die 130 sehen, ja. Das wäre, und da läuft ein Squeeze. Also ihr seht das hier, der Dirk hat das ja auch schon thematisiert in seinem Trading, wenn der Markt halt einfach konstant steigt, 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 ja, und dann fehlt am Ende, geht es dann auch mal hier
Beschleunigung auf der Oberseite. Und da sollte man dann wenn das kommen sollte, was ich ja nicht weiß, aber falls es so kommt, würde ich den Short, auch wenn der möglich ist, dann trotzdem, ja, es heißt ja nicht nur, weil es jetzt das technische Signal gibt, dass ich das jetzt zwingend handeln muss, ja, sondern ich muss ja auch ein bisschen überlegen, Kopf anstrengen und überlegen, mache ich das jetzt oder nicht, ja. Ja, also wie gesagt, Apple-Aktie auf alle Fälle im Blick haben. Wer es nochmal wissen möchte, bei Barchart. Ah, da war schon die Apple-Aktie. Da kann man sich hier die Optionen anschauen. APL. Und dann sieht man das Open Interest. Wo ist das denn jetzt? Ja. So, machen wir es so. Und dann guckt doch mal hier. Und zwar hier bei 130. Ja. Da haben wir 185.000 offene Kontrakte. Und wenn der Markt dahin squeezt, dann Mahlzeit, weil das waren 144.000 Kontrakte und das habt ihr ja gesehen, was das gestern in der Apple-Aktie bedeutet hatte. Ja, von 120, also 4 Dollar am Stück ist es da ja gesqueezed. Und wenn das jetzt bei der Apple-Aktie für die 130 Dollar gilt, naja, dann warum soll ich da short gehen, ja? Also wenn das, also wie gesagt, man muss halt den Markt an die Grenze bekommen, wo der Squeeze dann losgeht. Also das, was gestern hier passiert ist, ne? Also das hat hier gedauert 10 Minuten. Ja, und dann waren wir da, ja, was sind das hier? 3, 4 Dollar. Ja, 4, 2 Dollar, 2, 3 Dollar hier gestiegen. Ja. Ich weiß es nicht, ob sie denjenigen halt, ich sage jetzt mal, übertrieben an der Eier bekommen oder nicht. Aber wenn, dann weiß man, wie es ausschaut. Und dann sollte man auf alle Fälle, egal ob im Dow oder auch im Nasdaq, nicht zwingend short sein. So. Genau. So, zum Thema Trail. Also hier im Skype-Terminal, den TE-Trail, der dürfte TA20 sein. Trading Terminal. TA20 und der dreifache Spread ist das hier. Ja, der dreifache Spread als TI. Und hier rechts daneben, ja, da stelle ich es mir dann halt ein, aber den Trail nutze ich relativ selten hier. Dafür bin ich gar nicht so lange am Markt drin. Ja, gut. Ja, warum? Also wer es halt hinbekommt, in der richtigen Richtung halt mit mehreren Kontrakten drinne zu sein und schafft dann halt wirklich über den 5-Minuten-Chart mal eine Strecke laufen zu lassen, was aber auch relativ schwer ist. Ihr seht ja, wie stark verschachtelt das hier auch wieder heute ist. Dann hat man die Chance mal auch mit einem Trade was zu cashen und deswegen. Ja. So, jetzt sind wir wieder am Hoch der 5-Minuten-Kerze gewesen. Ja. Der Rücksetzer jetzt hier. Mal gucken, wie der jetzt kommt. Ja. Genau. Dann. Ja, das Verhalten nach den ersten 30 Minuten in der Kasse, ganz interessante Frage. Also hier würde ich einfach nur sagen, wenn wir Orders im Markt halt haben, ja, dann werden die auch halt in den USA in den ersten 30 Minuten bis einer Stunde gehandelt und dann ist meistens auch durch, ja. Aber das kommt aber auch immer darauf an, wie die Orders halt am Markt kommen, ja. Also das kann man jetzt so nicht wirklich klassifizieren, aber wie gesagt, oftmals ist in der ersten halben Stunde halt Tabula Rasa angesagt, ja, wenn halt was los ist und dann gucken halt alle, dass sie ihr Business halt dort machen können. Ja. Der Indikator hier mit den Kerzen dahinter, das ist der X-Frame, heißt der. Also wie gesagt, hier im Installationsmanager. Dort das Ganze hier runterladen und dann Stereo Trader anmachen und dann reinziehen. So. Diesmal geklappt mit dem am Hoch Short. Wie gesagt, auch das ganz ehrlich, das muss man erstmal, das kriegt man auch erst raus durch Beobachten, auch
wann nutzt man es halt nicht, ne? Also wie gesagt, ich hätte mich da jetzt schon sehr zurückgehalten mit einem Short Trade, ja, und am Ende, ja, kommt es halt dann auch, wie gesagt, auf den Anlegertyp drauf an. Aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, um den Markt halt recht gut greifen zu können, ja. Und im Stereo Trader, wie gesagt, kann man auch dann hergehen und überlegen, sich dann schon vorab dann, was sehe ich hier, so Limits reinzulegen und dann zu überlegen, ob man denn da handeln möchte, ja oder nein. Ja. Genau. Welches Instrument für den Dom eingestellt? Also hier im Dom habe ich den großen. Wobei im Nasdaq ist es eigentlich egal, weil die Markttiefe ist einfach so dünn, da sieht man ganz selten mal eine 50-Kontrakte-Order und selbst die haben relativ wenig Bedeutung. Ja. Ja, also hier wäre es jetzt ganz gut gewesen, ja, vom Hoch der Kerze durch das Tief der 5-Minuten-Kerze. Ja. Für jeden normalen Trader ist das ja immer der Schmerz. Das heißt, wenn ihr jetzt von unten aus long seid, ja, als Beispiel, man hat den Long jetzt hier getroffen, ja, irgendwie hier oder hier oder was auch immer. Ja, und dann legt man seinen Stop-Loss darunter, unter das Tief der Kerze, das könnte im Nasdaq voll knicken. Ja, werdet ihr immer geholt. Ja, es kann jetzt so sein, dass dann danach der Markt dann hier plötzlich da hochgeht, nachdem ihr halt ausgestoppt werdet. Ja, deswegen, der Fokus auf das Hoch und Tief der Kerzen ist wirklich ein gut gemeinter Rat von mir, dass man da den Fokus drauf hat. Wie gesagt, das wird auch nicht jeden Tag funktionieren, aber es gibt durchaus viele, viele, viele Stellen, an denen das so funktioniert und wo das dann durchaus sinnig ist, zu sagen, bevor mich der Markt am Tief der 5-Minuten-Kerze rausgeht, dann gehe ich, wenn sobald der Markt hier sobald er hier anfängt, diese zu verkaufen, dann gehe ich halt hier raus, ja, und könnte da unten nochmal neu einsteigen, wenn ich das will und spare mir ein paar Punkte. Ja. Also alles, wie gesagt, Möglichkeiten. Ja. Gut, ja, jetzt geht es schon wieder von oben raus. Also die Apple-Aktie hier am Tageshoch von gestern dann doch abgedreht. Also da hat man den Markt nicht rausgekriegt und denjenigen auch nicht bekommen. Deswegen wahrscheinlich hier schon wieder ganz gut runter. Und die Tesla macht gerade neues Tagestief, ne? Und damit fällt der Markt dann halt in der Range hier so ein bisschen nach unten. So, hier am Tief wieder gucken, ist das für mich eine Idee, um da einen Long Trade zu machen, ja oder nein? Ja? So, gut. Ja, so langsam, wie gesagt, bin ich dann durch für heute. Ich glaube, ich habe alle Fragen soweit beantwortet. Ja, und hoffe, dass ich da auch mal zeigen kann, konnte euch, wie man das Ganze dann so auch einstellen kann oder für sich vielleicht nutzen kann. Wie gesagt, man muss jetzt nicht zwingend, man braucht jetzt hier das zwingend, sei jetzt mal hier nicht unbedingt, ja. Ich nutze es halt schon seit Jahren und deswegen ist es mir halt vertraut. Was halt neu ist, das muss ich aber auch sagen, ist neu ist auf alle Fälle, dass mit dieses Band hier drinne habe. Wie gesagt, das hat in vielen Fällen jetzt bei mir doch schon auch ein paar richtig gute Entscheidungen geführt oder es war ganz gut, das als Entscheidungsgrundlage herzunehmen. Hätte ich nicht gedacht. Und wenn es halt so ist, vielleicht gucken Algos, vielleicht handeln diese Abweichung vom VWAP. Warum nicht? Ja. Also ich handle halt, wenn dann gerne entweder einen direkten Abpraller oder am liebsten mag ich so eine genannten Setbacks, weil dann weiß man, okay, das wurde durchgegangen. Also wie gesagt, ist jetzt auch nur die Nachbetrachtung, nur als Idee. Das hier ist so ein Setback, ja, also so ein Rücksetzer. Ja, also der Markt dreht das. Dann machen wir es hier mal durchsichtig. So. Und das wäre ja auch so ein Setback. Ja, also ganz klassisch, ne? Bewegung, Rücksetzer, Bewegung, Bewegung, Rücksetzer. Ja, und dann Bewegung. So. So wäre die Idee jetzt dahinter. Ob das jetzt so läuft oder nicht, das kann ich auch nicht sagen, aber wie gesagt, das wäre dann schon ganz gut. Also wenn der Markt das, wie gesagt, funktioniert auch alles, wie es so oft, wie es nicht funktioniert, funktioniert es. Wichtig ist halt zu überlegen, okay, das passt mir heute so in Kram, das passt zu meinen Trading-Ideen. Ja, und dann kann das halt eine gute Möglichkeit sein. Ja. Ja, gut, das war hier jetzt top. Ne? Also wusste ich jetzt auch nicht, habe jetzt das Bild erstmal loslaufen lassen. Also das wäre natürlich dann ein Top-Trade, ne? Da oben rein. Ja, wie gesagt.
So, hier geht es jetzt in die andere Richtung. Da die Apple-Aktie verkauft jetzt massiv das Hoch. Ja, also schon spannend das Ganze. Boah, da geht es jetzt los. Tesla hier schön ab. Tesla wird interessant unter 600. Wird Tesla nochmal interessant? Was ist da? Aber der war jetzt ganz gut. Warum auch immer, normalerweise müsste hier, also ich weiß nicht, wo, ob es jetzt bei mir am Rechner liegt, aber der VWAP hier ist bei mir nicht, geht nicht. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Also der VWAP on-off, ich habe schon Refresh gedrückt immer, fast an keinem Tag hier diesen VWAP. Also ein paar Mal war er an, aber die meiste Zeit geht er nicht. Ja, da weiß ich auch nicht, woran es liegt. So. Gut, jetzt habe ich auch genug geschnattert, oder? Alles gut, Heiko, alles gut. Wie gesagt, Markttiefe, ganz kurz nochmal zu dem Thema Markttiefe. Guck mal, wenn wir jetzt hier die Markttiefe also natürlich gibt es immer mal ein paar Levels, aber wenn ihr euch jetzt mal anschaut, ich mache es jetzt mal hier groß, ja, wie sich der Markt hier an solchen Kontrakten hier verhält, da kann ich doch aus der Markttiefe relativ wenig rauslesen, ja. Der Markt, der squeezt da einfach durch die Levels halt durch. Wenn ich euch das dann noch zeige mit den Footprint-Chart oder so, ja, also wie gesagt, ganz selten sieht man mal vielleicht eine 50 oder 100 Punkte oder eine 50 Kontrakte-Order. Da kann man sich vielleicht mal was draus machen, aber ansonsten ist das wirklich für mich hier nicht lesbar, ja. Also wie jetzt im FDAX 40 Kontrakte rein. Und dann sieht man, wie der Markt das hinhandelt. Dafür geht es der Markt viel, viel zu schnell. Ja, und deswegen finde ich, also meine persönliche Meinung ist, dass Level 2 hier nicht zu gebrauchen. Ja. Also ich bräuchte es nicht. Ich habe es halt mit drin, obwohl ich es eh habe. Ja, und ja, 30 Kontrakte, vielleicht ist es mal was, aber wie gesagt, so alles ab 50 aufwärts, da könnte mal was gehen. Ja, aber normalerweise kaut er die manchmal weg, wie er auch nicht wegkaut. Ja. So, okay. Ja, kommt er schon wieder hoch, der Junge. Ja. Gut. Ja. Also, das sollen alles Ideen sein, um euch zu zeigen, wie man eventuell den Nasdaq auch mal greifen kann. Aus meiner Perspektive habe ich versucht, euch das zu vermitteln. Wie gesagt, ihr habt auch die Möglichkeit, bei FXFET ein Konto aufzumachen, darüber zu handeln. Bitte macht das gern oder nennt meinen Namen, wenn er ein Konto aufmacht. Und wer auch ein Konto aufmacht hier über die Skype-Trading-Seite, der hat auch die Möglichkeit, mit mir kostenfrei zu reden und die erste Coaching-Stunde, falls sich ein Coaching anbahnen könnte, wäre dann auch for free. Also wie gesagt, das habt ihr die Möglichkeit. Kopiere ich jetzt zum Ende nochmal den Link hier rein und dann hättet ihr das. Ja, an der Stelle darf ich mich dann erstmal doch von der Seite aus bedanken für das zahlreiche Interesse, alle da geblieben. Ja. Und warte, der Timo ist gerade da. Oh, ich soll mal eine andere Uhrzeit. Ich habe schon auch mit anderen Uhrzeiten probiert und es geht auch nicht. Also ich kann jetzt hier auch mal hier vielleicht 0 Uhr oder von 8 bis. Von 8 bis. Na, komm her. Also ich habe es schon probiert mit vielen Sachen, aber keines ging bis jetzt. So, on off, refreshen. Das bei dir in jeder Zeiteinheit auf oder nur in der Minuten? Nee, in jeder. Also es gab, es, wie gesagt, ich hatte jetzt 2 Tage, wo es mal funktioniert hat und sonst nie. Ja, muss ich so sagen. Aber vielleicht hat er auch eine alte Version drin oder weiß auch nicht. Ja. Gut, ja. Also ich habe das schon mal auch gesehen. Wir hatten ja hier die WOT, ja, beim Orkan alles super funktioniert, ja. Und bei mir, ich dachte, Mensch, hier der Orkan, der macht das gerade live, zeigt das alles live. Ich will das auch anmachen. Ja. Bei mir geht das nicht. Hier schreiben noch 2, 3 andere Leute, dass es bei denen auch nicht geht. Ja. Ja, das ist schwierig, pauschal zu beantworten, tatsächlich. Ja, gut. Am Aber der besten. Timo ist ja da, der ist ja der Experte dafür, der kann sich das ja auch nochmal angucken. Genau, sehr gut. Der ist wieder ein Auftrag. Ja.
er sagt, bei ihm geht es natürlich wieder. Ja, bei Ja, mir funktioniert logisch. Na klar, beim Dirk geht auch immer alles, ja. Das ist ja, das ist auch immer wieder verrückt. Ich sage hier, ich habe ein Problem. Ich habe das nicht, bei mir geht das alles. Gut. Okay, so, jetzt aber haben wir es gleich 16:30. Ja, wie gesagt, es war echt ein super, ein schönes Jahr mit FX Flat. Vielen Dank für eure Treue. Wie gesagt, nächstes Jahr gibt es neue Webinare. Ich bin ja sowieso täglich auch im Forum, sowohl bei Guidance auch wie auch bei Facebook, beim Dirk in der Gruppe. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch allzeit gute Trade, einen schönen Weihnachtsmann, einen guten Rutsch und vor allem bleibt mir gesund. Ja. Und an der Stelle dann lasst euch gut gehen und ja, das letzte Wort hat FX Flat und ich bin für dieses Jahr mit FX Flat Webinaren erstmal raus. Bis dahin, ciao, ciao, euer Heiko. Danke, Heiko. Auch an der Stelle von FX Flat ganz herzlichen Dank an die Teilnehmer, die zusammen mit Heiko hier in den Webinaren dabei waren. Das nächste Webinar mit Heiko, Futures Handel mit dem Stereo Trader, ist dann am 13. Januar, ne, zur gewohnten Uhrzeit 15 Uhr. An der Stelle hoffe ich natürlich, dass Sie dann auch wieder mit am Start sind. Ich wünsche Ihnen von meiner Seite und natürlich von FX Flat, falls wir uns nicht mehr hören sollten, auch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, das wäre es soweit. Falls etwas sein sollte, kommen Sie gerne auf uns zu. Sonst hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.